Und damit, Kerl, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Wir haben es mittlerweile geschafft, uns relativ gut durchzuschlagen. Durch die Fergus-Wüste, Fergus-Kuppe heißt das? Genau. Durch den Fergus-Freizeitpark. Keine Ahnung, was das ist. Die Fergus-Küste. Und das Erste. Sodass wir jetzt auch schon bei den Fergus-Landen sind. Also, die zusammengefasste und schwerere Version von Rotharts Feuerlanden. Und ich hoffe, weil das ist so auffällig, dass hier hinten dann nochmal irgendwas auf uns wartet. Und ich hoffe auch, dass wir heute diese ganzen Leo-Seelen sammeln, damit wir da auch hinten rein können und ich nicht nochmal auf Cam ein bisschen grinden muss. Und ich hoffe auch, dass wir heute ein neues Like-Ziel schaffen. Also ich würde sagen, wir starten rein. Ich rede schon wieder viel zu viel vorne weg. Ich merke es. Let's go. Leos Seele, 50. Also Leute, heute mindestens 51 Likes. Ich sehe es, ja? Ich sehe das. Oh, düster und episch. Ich habe währenddessen übrigens zwischen den Folgen nochmal ganz kurz Dings gekauft. Nochmal ein paar Leben. Diese Animation hier, sehr lange. Oh, schaut euch das an. Von hier hinten. Wie lasch dieses Viech animiert ist. Und wenn wir näher kommen, viel besser. Kommt das auf uns zu? Ah ja. Achso, jetzt haben wir das auch. Will ich das, ist die Frage. Es wird mir auch hier empfohlen. Ja, sieht so aus. Wie? Dann nehmen wir nur die Seele mit und rüber. Oh, das war knapp. Vollgas, durch da. Okay. Ich sehe die Seele. Ich hab sie und nach rechts. Flug, Flug, Flug. Okay. War da was? Nee. Oh, ey. Habe ich schon erwähnt, dass es eine sehr ungemütliche Steuerung ist? Vollgas. Nee. Ich hab sie. Uiuiui. Perfekt. So. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Okay, wir haben ein bisschen Schaden bekommen, aber das ist völlig okay. Hat es hier geleuchtet? Nee. Okay. Warum ich auch immer jetzt da Schaden bekommen habe, da war eindeutig Boden. Aber hier kriegen wir auch schon wieder direkt Heilung. Perfekto. Ich bin so dunkel, ich sehe es gerade. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Oder liegt das daran, dass wieder alles so komisch lila ist? Hier sieht wirklich so aus, als würde von hier gar kein Licht hinkommen. Ich weiß wieso. Ich weiß wieso. Ich hab, wenn ich auch nach hinten gehe, sollte es Greenscreen-Probleme geben. Ich habe das Fenster noch offen. Ich glaube, ist hier drüben noch was? Ich mache das kurz zu. Ah, das sieht man doch. Als professioneller Kirby-Spieler. Ich mache das ganz kurz. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Diesmal, ich weiß nicht, ob es anders aussieht. Ich habe es jetzt auf jeden Fall mal geschafft, den Rollo runter zu machen. Weil wenn von links Licht kommt, dann stimmt dieser Greenscreen-Effekt nicht ganz. Und deswegen gibt es da ein bisschen nicht so schöne Stellen. Kann ich hier durch? Dankeschön. Ja, ich wechsle auf Feuer. Viel angenehmer. Runter und hoch. So, hier nochmal schön. Oh, Schlange. Und hier flambierter Pokey. Pokey, however. Ich weiß, wie man da rein... Oh. Ich weiß wirklich, wie man da reinkommt. Oh, nee, weiß ich doch nicht. Anscheinend geht's erst hier hoch. Aber da geht's nicht weiter, okay. Ich dachte, weil im Originalspiel war es so, dass man was hinten öffnen musste und dann hat man... Warum laufe ich da? Knapp. Bei der Bombe. Ah ja, genau. Genauso war es auch da.
Jo, wie genial. Aber hier gibt's noch Geld, das nehmen wir natürlich mit. Ist wichtig, denn dieses ganze Leben immer kostet immer, jedes Mal 300 Coins, damit wir eine zweite bzw. dritte Lebensleiste haben. Ich würde sagen, das ist ein bisschen arg teuer. Da drüben gerade passiert auf dem anderen Monitor. Nein. Ich flieg ganz runter. Sorry, aber dann spawn ich oben. Und muss den Weg nicht nochmal neu gehen. Ich probier's mal so. Ja. Wo soll das Ganze kommen? Oh, Heilung. Wichtig. Wichtig. Von ihm gar nicht einschüchtern lassen. Boah, bin ich schlecht. Okay. Vielleicht soll man das auch gar nicht so machen. Oh, Sammelitem in Blau. Keine Ahnung, was das bedeutet. Schönen Tag noch. Da unten ist nichts mehr. Okay, ich wollte nur noch mal gucken. Jetzt können wir aber schlau, wie wir sind, einfach hier rum. Alles down hier? Perfekto, lass weitergehen. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Ich kann mich an die Lava-Welt gar nicht mehr erinnern, weil das war auch die ich am wenigsten mochte, tatsächlich. Aber an diese Maschinerie erinnere ich mich noch. Wird das jetzt geöffnet? Oh. Ist hier nicht sogar eigentlich schlau, Feuer zu benutzen? Weil man damit fliegen kann. Nehme ich mit. Zack. Mache ich das am besten? Ich glaube so. Ja. Und Flug, würde ich sagen. Perfekt. Dich da hinten habe ich genau gesehen, mein Freund. Ich bin zu weit geflogen, ich hab's gemerkt. Aber ich kann ja auch eigentlich oben drüber. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich mir zu diesen. Hä? Was habe ich denn jetzt Schaden bekommen? Das ist unfair! Ich kann mich nicht bewegen! Dankeschön. Wie ich das hier machen soll, ich weiß es noch nicht. Bin mir sicher, es hat was mit ihm zu tun. Na klar, die sind jetzt zielsuchend. Smart, die sind zielsuchend. Ey, aber gegen Heilung hätte ich jetzt eigentlich nichts. Okay, es ist extremst schnell, dieses Teil. Das heißt, wir gehen erst durch. Besiegen das und bumm. Ja, wir warten noch eine Runde, wir warten noch. Wir haben Zeit, Leute, wir haben Zeit. Meistens, normalerweise, anfangs ging die Folge 30 Minuten. Und dann ist es irgendwie immer kürzer geworden. Und mittlerweile sind wir bei 20 Minuten. Weil es einfach nicht mehr so viel Content gibt, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich einen Feuertypen mitnehmen soll. Sieht aus, als hätten wir alles gesammelt. Das finde ich gut. Lass uns weitergehen. Zurückkommen wir sowieso nicht mehr. Jetzt ist eh zu spät. Wir sind schon beim Kampf. Was war der Kampf? Oder was ist hier der Kampf? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Aber ich glaube, ich bleibe bei den Boppen, weil die sind zielsuchend. Ach so. Okay. Ja, einfach die ganze Zeit Bomben im Kreis werfen, oder nicht?
Oh, aber die können auch von fern treffen. Aber auch er ist down. Okay, ich muss mehr reden. Ich glaube, ich rede wieder zu wenig. Oh, jetzt kommt das Gimmick nochmal. Das fand ich super cool. Aber halt auch super schwer tatsächlich. Wechselt die Perspektive der Kamera? Ja, genau das meint. Egal, Popcorn. Heilt. Nehme ich mit. Gut. Haben wir? Oh. Damn. Hier geht's ganz schön ab. Okay. Oh mein Gott, war der mies. Nein. Egal, aber Zeit gewonnen. Da, den habe ich gesehen. Das dachte ich mir. Haben wir alle. Bam! Also dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen, Leute. Also das war ja die Leistung des Jahrhunderts. Kann man wieder nach da hinten? Ja, diesmal nicht. Okay, dann lass uns weitergehen. Oh yes, also ich habe ein gutes Gefühl, was die Seelen von Leo angeht. Wir haben anscheinend hier auch was verpasst. Wahrscheinlich gab es noch irgendwie was einzusammeln beim Ding. Oder die Szene ist noch gar nicht fertig. Und da das gerade nicht der Boss war, muss ich immer noch überlegen, wer ist der Boss hier? Ist es König DDD? Also es ist ja Elfilin gewesen, ja. Spoilerwarnung, wobei alle, die hier sind, sollten sich das Game schon angeschaut haben. Und deswegen, ich hoffe nicht, dass wir wieder einen Bosskampf gegen den machen müssen, weil das hat gar keinen Spaß gemacht. Ja, uff, cool. Das war's. Sehr schön. Ich würde gerne die Coins mitnehmen. Und dann einfach bei. Das ist sass. Kamerawechsel? Nee, tatsächlich nicht. Okay, ich glaube, wir kommen auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Bonkers. Ja. Okay. Down. Ich sollte vielleicht gegen den Strom laufen, nicht mit dem Strom. Da vorne gehen wir auf jeden Fall rein. Sieht sicher aus. Das heißt Sprung. Pustattacke, Sprung. Perfekt. Und Pustattacke. Und uns eröffnen sich ein paar Karotten. Auch ein Hase, was natürlich gut zusammenpasst. Dann haben sich die Entwickler auf jeden Fall Gedanken gemacht. Und uns erwartet ein Automat als nächstes, okay? Ja. Win. Ach ja. Wollen wir wetten, wir bekommen als letztes so ein Dings. Pylongedöns. Ich fahre einmal oben lang. Und dann müssen wir nochmal ganz zurücklaufen, um das aufzumachen. Nee, ich springe jetzt nicht. Ich mach das trotzdem noch, einfach um zu gucken, was passiert. Wir müssen uns da von oben reinfallen lassen. I see. Ja. Und zack. Dann ist das hier also wieder Secret Content. Und wir werden einfach nach oben teleportiert. Perfekt. Da wäre jetzt mal meine Frage, wie ich das Ding denn besiegen kann. Weil mir eben dieses Ding fehlt.
Ey, die Bomben machen das Game so einfach tatsächlich. Oh. Trotzdem doof. Aber genau das dachte ich mir. Jetzt müssen wir zurück alles. Geht aber nicht. Wie komme ich zurück? Anscheinend gar nicht mehr. Ich flieg mal, um zu gucken, ob ich da vielleicht... Nee, hier geht's nicht weiter. Also, dieses Ding da vorne kann ich nicht aufmachen. Außer wir kommen hier gleich nochmal lang. Nee, unangenehm. Ich will nicht nochmal gegen so eine... Ja, aber es ist... Die. Und zwar... Illusion, Urernstfeind, Vergesst, DDD, Phantom. Hui. Perfekt. Ich bin gesprungen. Spam, 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 spam. Ich hab Springen gedrückt. Woher kommt diese Lava? Oh. Wegrennen. Ist egal, die suchen nach dem. Hier wegrennen. Nein, nicht in die Welle. Hier wieder wegrennen. Okay, er ist down. Ist er nicht? What? Okay, okay. Ich da hab mich schon gefragt. So easy. Ey, diese Feuerteile stören mich mega. Oh, hier ist schon wieder Lava. Natürlich! Warum kann er eigentlich durch die Lava rennen? Oh mein Gott, ey. Okay, ich dachte, ich bin safe vielleicht. Ich bin am Fliegen, Mann. Ey, das ist so unangenehm. Das ist bisher der schwerste Kampf von allen. Also, was heißt der schwerste? Ey, nein, nein. Ich bin am Fliegen. Du kannst mich nicht treffen. Wie soll man diesem ganzen Feuerquatsch ausweichen? Ja, genau, natürlich! Ja.
Ey. Also wirklich sehr unfair. Sehr unfair. Ich sehe nichts. Ja, hä? Wie soll ich ihn denn treffen, wenn er von Lava umgeben ist? Einmal drum herumlaufen, ist er wieder weg, hä? Wie dumm ist das denn gemacht? Wie das laggt. Yes! Ist er down? Ist er down? Ey, das wäre so schön. Boah, mit nur einer Leiste. Ohne die zweite... Oh mein Gott, wie professionell war das denn heute hier? Ja, das freut mich schon so ein bisschen, dass wir das jetzt so schön hingekriegt haben. Apropos, wenn es rauscht, ihr wisst Bescheid, da steht wieder ein Ventilator. Könnte daran liegen. Wie viel haben wir? Mal gucken, ob es reicht. Jetzt kommt es drauf an. Erstmal, was war das Blaue, was wir gesammelt haben? Kirby mit Weltraumentdecker-Dings, genau. Und jetzt will ich auf jeden Fall wissen, ob es reicht, was wir haben, oder ob ich nochmal irgendwelche Level spielen muss, worauf ich gar keinen Bock habe. Bitte, bitte. Die Spannung steigt. Ha-di-da-ha. 4 Stück haben wir. So viel in Anführungszeichen. Hätten wir 4 weniger gesammelt, hätte es auch noch gereicht, aber bei 5... wäre ein bisschen super optimal. Das komplette Labor, das heißt, wir kämpfen. Beeil dich und hilf ihm. Ich will nicht gegen ihn kämpfen, ist die Sache. Aber das Labor Fergus und nicht Fergus Labor, so wie zum Beispiel die ganzen anderen Sachen, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Uiuiuiui. Wenn euch das Ganze heute gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns doch ganz bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao, Leute.